für Sie dabei am Mikrofon auf der Tribüne Manni Breukmann und Frank Buschmann. Und ab geht sie, die wilde Fahrt. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen Arsenal. Jetzt kann die Flanke kommen. Und das sieht... Achtung! Das war ja schon fast eine mutige Leistung, diesen Bombenschuss zu halten. Und wir werden einen Eckball sehen für die Dortmunder Borussen. Peter attackiert. Das sind zwar drei und Tor! Mesut Özil jetzt. Brillant gemacht. Toll, wie er das macht. Und... Mesut Özil jetzt. Immer wieder liefert er herausragende Arbeit ab als Vorbereiter. Walcott. Tja, ja, sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen. Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können, aber er hält ihn fest. Marco Reus. Und jetzt! Aber er kann den Ball nicht festhalten. Auch so kann man sich befreien. Mkhitaryan. Aubameyang. Gündogan. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Das sah nicht ungefährlich aus. Gut. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Der Ball war im Tor aus. Ecke für Borussia Dortmund. Gündogan. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Und Tor! Coquelin. Wenn Sie das sicher nach Hause schaukeln wollen, müssen Sie mindestens noch einen drauflegen. Zur Pause steht es 2:0. Der Schiedsrichter sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann geht's in den zweiten Durchgang. Mkhitaryan, Sie treten hier wirklich als gutes Team auf. Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Marco Reus, Gündogan. Oh, und der ist drin. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. Walcott. Schmelzer. Mkhitaryan. Ja, schauen wir mal, da wird ausgewechselt. Gündogan.
Jetzt startet er durch. Santi Cazorla. So macht das richtig. Er kämpft und hat den Ball. Direkt vor dem Tor abgeblockt. Aubameyang. Koscielny. Ein schwacher, ein jämmerlicher Schuss. Jetzt hätten sie mal ein kleines Erfolgserlebnis gut gebrauchen können. Es wird gewechselt. Gündogan. Guter Pass. Marco Reus. Sofort abgezogen und... Und der Ball, er zappelt im Netz. Das packen die anderen nicht mehr. Zu deutlich ist die Führung. Das Schlussresultat.